So. Wind nimmt zu, zunehmender Wind. 17. Juli, 8 Minuten vor 19 Uhr. Können wir das also sehen? Haben wir also heute Vormittag Gewittereinschläge gehabt? Großer Knall über unser Haus. Es war ungefähr um 9.20 Uhr. Danach hatten wir eine geschlossene Wolkendecke mit Schichtwolken. Das hat sich wieder aufgeklärt in der Station Eberswalde. Da oben sehen wir Cirrus Stratus. Bewegte Äste. Ja. Und jetzt sehen wir das da hinten. Da ist rüberschwenken mit der Kamera. Da sehen wir also ganz hohe Wolken und dahinter ist eine dunkle Schicht. Ganz dunkle Schicht und die Sonne ist wieder raus. Die Sonne ist dann wieder da. So, da haben wir noch so Cirrus. Na, der Cirrus so geflockt. Und zunehmender Wind. Ja, wir haben es heute Vormittag nicht ausgehalten, weil hohe Luftfeuchtigkeit. Heute ungefähr bei 56%. Und jetzt haben wir wieder sehr trockene Luft bei 35% Luftfeuchtigkeit. So, das war es erstmal von der Wetterstation Eberswalde, Ringstraße 35. Bescheid weißt, ja so.